Jahresauftakt misslungen. Naja, so halb bei Wegberg Beek. Zwar gab es die knappe 0:1 Niederlage bei Preußen Münster, aber gegen einen der Aufstiegsfavoriten, da kann man auch mal verlieren. Und wenn man es dann noch lange eng hält, ist das gar nicht mal so schlecht. Schlechter gegen der Platzverweis von Maurice Passage. Der fehlt heute gegen die Zweitvertretung von Schalke 04. Die Jungknappen wollen mit dem Abstiegskampf, in dem sich Wegberg Beek befindet, am liebsten gar nichts mehr zu tun haben. Mit 3 Punkten könnte man auf 10 davon ziehen vor dem ersten Platz unterm Strich. So fängt Schalke dann eben auch an, mit Mut, mit Wille und mit guter Übersicht, die zum 1:0 von Rufat Dadaschow führt. Der Routinier bei den Jungknappen, quasi der, bei dem die Rüstung schon die meisten Beulen hat, setzt hier als erstes ein Ausrufezeichen. Wunderbar in Szene gesetzt von Kerem Çalhanoğlu. Wegberg also in Rückstand und das bedeutet laut Statistik, da kommen die nicht mehr von zurück. In dieser Saison noch nicht einmal. Und Jonathan Benteke, der Bruder von Premier League Star Christian, mit der riesen Kopfballchance im letzten Spiel hat er schon eine riesige vergeben aus ähnlicher Position. Weschenfelders Jenser scheitert beim Freistoß an Zabel. Der wird noch das ein oder andere Mal heute im Mittelpunkt stehen. Zabel mit einer starken Leistung ins Jahr gestartet. Und hier darf er schon wieder die nächsten Flugstunden für seinen privaten Pilotenschein sammeln. Schalke macht mächtig Druck. Wegberg Beek kommt kaum hinten draus, hat relativ wenig vom Spiel und hat ein Rezept, das funktioniert, nämlich Reingaben in die Mitte, wo Rufat Dadaschow steht und trifft. 2:0 Schalke, wieder Dadaschow, Doppelpack. Und man merke, bei Wegberg fehlt eine gewisse Lernkurve. Denn wieder wird Dadaschow komplett alleine gelassen im Strafraum. Hoffmanns Rettungsaktion kommt zu spät. Das ist nicht Regionalliga-tauglich, was die Jungs in Rot da anbieten. Zur Pause steht 2:0. Und zu Beginn von Hälfte 2 machen wir eine Exkursion in die WWE. Fair schmeißt Dadaschow hier zu Boden, dann gibt's den leichten Tritt und Rufat Dadaschow mit dem Takedown. Die Schiedsrichter geben Gelb für Dadaschow und glattrot für Jeff Dennis. Fair, also technischer K.O. für ihn und der K.O. für seine Mannschaft kommt kurz drauf. 3:0, Schalke 2, Nelson Amadin, der Niederländer, über die Jugend von Feyenoord Rotterdam und dem FC Dordrecht zu Schalke gekommen, hier im Fallen. Vorbei an Zabel, rein ins Netz. Die Geschichte damit jetzt eigentlich zu Ende erzählt, aber nur eigentlich. Denn im direkt nächsten Angriff nimmt sich Kerem Çalhanoğlu den Stift in die Hand und schreibt in die Geschichte einen Elfmeter rein, weil er eben mit derselben schreibenden Hand den Ball spielt und so einen Elfmeter für Wegberg Beek rausholt. Jonathan Benteke, der bleibt ganz cool. So viel Lässigkeit das nächste Mal auch gerne beim Kopfball. Dann hätten wir hier eine ganz andere Ausgangssituation. So ist es der Anschlusstreffer, der nochmal Hoffnung gibt für Wegberg Beek. Benteke schickt Wienand in die andere Ecke. Und so muss noch ein wenig gezittert werden bei den Königsblauen. Doch nicht lange, denn Bleron Krasniqi zeigt, warum er im Nebenberuf gerne Känguru wäre. Und wenn er so schöne Kopfbälle macht, dann könnte er dem ein oder anderen hier auf dem Platz noch etwas Nachhilfe geben. Gucken wir drauf, Krasniqi. Und jetzt start the engines, da steht er in der Luft. 4:1, dann auch der Endstand. Deutlicher Sieg für die Jungknappen, die Wegberg Beek damit den Jahresauftakt so richtig versaut haben. Das ist Thorsten Fröhling, aber egal. Ja, ich bin hochzufrieden oder wir sind alle hochzufrieden, dass wir jetzt das
drittes Spiel hintereinander positiv gestalten konnten. Wenn man die Platzbedingungen hier sieht, ist ja klar, wir haben Winter, hat viel geregnet, dass man da das Fußballspiel nicht ganz so gut hinkriegt. Aber wir haben es versucht. Wir haben wichtige zwei Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Dann kam die rote Karte für Wegbeck und das ist dann immer schwierig. Ne? Denn auf einmal fangen sie an, klein-klein zu spielen, waren nicht mehr so zielstrebig. Da hat mir das überhaupt nicht gefallen. Also, trotz des Sieges gibt's noch ein bisschen Verbesserungspotenzial bei den Jungs von Schalke 04-2.